Wenn ihr mein Langzeitreview über die Insta360 Go 2 sehen wollt und das auch noch live bei 5 Grad von meinem Rooftop hier, dann schaut euch das Video an. Wir werden über die Pros und Cons reden und was gut und was schlecht ist. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ich liebe meine Insta360 Go 2 und bin extra für euch jetzt hier oben auf meinen Rooftop gegangen und möchte endlich mal ein Review machen der Kamera und hatte euch ja versprochen, nach ausgiebiger Nutzung, und zwar nach 2,5 Monaten jetzt, werde ich mal mit euch Tachlis sprechen. Ich habe mir dazu Notizen auf dem iPad unten gemacht und werde ab und zu ablesen müssen und seht es mir nach, wir machen das in guter alter Technik-Faultier-Manier. Ich hoffe, das geht mit dem Licht soweit klar, aber ihr habt wenigstens so ein bisschen Skyline im Hintergrund von New York und fangen wir doch einfach direkt mal an. Ja, 2,5 Monate nutze ich jetzt die Insta360 Go 2 und das wirklich intensiv, und mit intensiv meine ich auch intensiv. Ihr wisst, dass ich auf Instagram extrem unterwegs bin, dass ich viele YouTube-Videos schon mit der Insta360 Go 2 gemacht habe und um das jetzt fürs Video abzukürzen, sage ich jetzt einfach immer nur Go 2. Ne? Und schauen wir uns doch heute mal die Pros und Cons von dem Schätzchen hier an, von dieser wirklich kleinen, wunderbaren Actioncam, die vielleicht auch ein bisschen von manchen Leuten unterschätzt wird, weil viele auf diesem Qualitätstrip sind und so ein bisschen die Kreativität vergessen haben. Es ist ganz schön frisch hier oben, ey. Aber gut, okay, wir ziehen das jetzt durch. Es gibt auch negative Dinge, bei solchem Kamerakonzept ist das aber auch klar. Ich möchte aber mal ganz kurz die Eckdaten aufzählen. Wie gesagt, das wird jetzt kein technisches Review, da gibt es ganz andere YouTuber, die das machen können. Im Grunde genommen, bis zu 1040p mit 50 FPS könnt ihr Video aufnehmen auf einem 1/2 Zoll Sensor bei einem Winkel von 11,2 mm und einer Aperture von 2,2. ISO 100 bis ISO 3200. Flow State Stabilisierung, was das heißt, hören wir gleich noch. Auto Horizont hören wir auch gleich noch. Hyperlapse, Timelapse, Slow-Mo, HDR bis 25 FPS. Eine Fernsteuerung sozusagen im Mothership, eine App-Bedienung und so weiter und so fort. Pro-Video, wo ich nachher die Perspektiven auswählen kann, und das wirklich extrem geilste an diesem Teil sind die kreativen Möglichkeiten, innovative Befestigungen, Größe 27 Gramm, Speicher 28 GB intern, und das Ding hat auch noch einen USB-C-Anschluss für die Daten zu übertragen, geht allerdings auch per WLAN, oder einen Stativ-Mount. Oder dieses wirklich nette kleine Stativ hier, wo man das abstellen kann. Ja, was heißt das denn hier für uns in der Praxis hier? Wie kann man das Ding hier bedienen? Es gibt im Grunde genommen drei Bedienmöglichkeiten. Einmal kann ich das Teil hier aus der Kiste hier rausnehmen und kann das hier über Druck- oder Tastenkombinationen bedienen. Das ist ein bisschen, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Ich persönlich habe da auch nur eine Tastenkombination eingestellt. Da werden wir aber mal ein ganz anderes Video drüber machen. Dann kann man es natürlich noch in diesem Case bedienen. Da haben wir dann hier so ein Display und haben wir zwei Knöpfe, einen Aufnahmeknopf und einen Funktionsknopf. Und da können wir dann die verschiedenen Modis einstellen. Und natürlich lässt sich das Teil übers Smartphone, über die App bedienen, und das auch sehr komfortabel, und da kann man dann wirklich in den manuellen Einstellungen so ziemlich alles einstellen, was man möchte. Ich habe das Ding ja nun wirklich ausgiebig genutzt. Was macht die Insta360 Go 2 so interessant und auch so unique, sage ich jetzt mal, bis die Action 2 rauskam, wobei ich immer noch sagen muss, dass die Insta360 bzw. die Go 2 in einer anderen Liga, was Größe angeht, mitspielt, DJI Action 2. Fangen wir mit den Pros an und gehen dann nachher zu den negativen Teilen. Ja, kommen wir doch einfach zu den Pros. Es gibt einfach extrem viele, unzählige Möglichkeiten, die im Grunde genommen nur von der Kreativität des Creators oder des YouTubers oder des Filmers oder des Hobbyfilmers abhängen, um diese
Kamera einzusetzen, weil ich habe so viele Möglichkeiten. Ich kann das Ding magnetisch irgendwo dran packen. Ich kann das Ding an ein langes Stativ packen und wie so eine Art Drohnenaufnahmen machen. Ich kann das Ding ans Bike klemmen. Ich kann das Ding an eine Laterne pappen. Überall. Ich kann es unten auf den Boden stellen. Ich kann es auf ein Stativ drauf machen. Ich kann hier dieses ganze Zubehör benutzen, was dabei ist. Einmal dieses Sticky Pad, das überall klebt. Das klebt sogar bei mir. Ja, nicht ganz, aber hier hinten klebt es. So, seht ihr, da klebt es dran. Und das ist dann immer wieder abwaschbar. Da kann man das Ding wunderbar reinpacken. Das hält auch, denn hier müsst ihr gucken. So, zack, das hält. Da fällt auch nichts raus oder sowas. Und dann könnt ihr das irgendwo hinpacken und könnt damit mal schön mit der Fernbedienung dann die Kamera bedienen und filmen. Wir haben GoPro-Mounts, wir haben sowas hier, damit die Kamera mal so richtig eingefasst wird, wenn man mal so richtig auf Action ist, vielleicht einen Bungee-Sprung oder sowas macht. Dann haben wir dieses Pendant, was unter der Jacke getragen wird, wo dann die Kamera am Ende des Tages unterm T-Shirt, also das kommt dann so unter das T-Shirt runter, unterm T-Shirt drauf ist. Ich zeige euch zwischendurch immer mal so Videoeinblendungen, wie ich die Kamera dann auch in verschiedenen Perspektiven genutzt habe und so weiter und so fort. Was gibt es sonst noch? Diese Kappenhalterung, die hier oben an so eine Kappe drankommt, da kann man das Ding reinpacken. Und was haben wir hier noch? Und eine Stativhalterung natürlich. Und ich hoffe, das geht mit dem Wind klar. Dann gibt es ND-Filter und da kommen wir auch noch mal zu einem wirklich nicht zu unterschätzenden Vorteil dieser Kamera, zum Beispiel auch im Gegensatz zu dem Action 2. Und zwar hat dieses Teil hier so eine abdrehbare Linsenschutz. Ne? Den kann man also sozusagen abdrehen und austauschen. Wenn der kaputt ist, wenn das Ding runterfällt, dann hole ich mir für 18 Euro einfach einen neuen und pack den drauf. Ne? Und kann natürlich hier drauf auch ND-Filter draufschrauben. Ne? Unauffälliges Filmen in vielen Situationen wegen der Größe und des Gewichts. Ihr habt vielleicht ein paar Vlogs von mir gesehen, wo ich im Aldi unterwegs war. Ich habe natürlich trotzdem vorher gefragt, ob ich da filmen darf. Aber das Ding wird einfach hier so dran gepackt. Hier. Und dann laufe ich durch den Aldi. Ich kann rein theoretisch sogar noch die LED ausschalten, die dann so blinkt. Habe ich jetzt noch nicht mal gemacht. Hier in den USA interessiert sich sowieso die wenigsten interessieren sich dafür, was man hier so mit Kameras anstellt. Da ist DGSVO ein absolutes Fremdwort. Dann haben wir hier die Fernbedienung mit dem Case. Und da können wir durch die verschiedenen Modis durch switchen. Und da gehen wir doch mal einfach, da machen wir da jetzt mal einfach einen kurzen Cut und dann zeige ich euch mal die verschiedenen Modis, was es da so gibt und immer so ein kleines Beispiel mit Musik hinterlegt. Und das ist erstens mal der Fotomodus, die Timelapse, die Hyperlist, der Male Pro Video oder Video, Slow Motion und HDR. Das kriegt ihr jetzt mal so hintereinander kurz weggespielt und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder, habt jetzt mal so ein paar Beispiele gesehen und habt auch gesehen, dass die Qualität durchaus ansprechend ist.
Nicht zu vergessen, das Teil ist wasserdicht. Nicht dieses Case, sondern das hier ist wasserdicht. Und auch davon werdet ihr jetzt ein kleines Video sehen, wo ich das Ding einfach in so ein Glas reinlege, Wasser drauf fülle und dann aus diesem Glas trinke. Schönen Gruß an den Till, da ist mir die Idee gekommen, der hat das auch mal gemacht. So, ja, wasserdicht. Die Go 2 macht in der Automatik, und sind wir doch mal ehrlich, ne? Die meisten Leute sind doch faul und möchten ohne große manuellen Einstellungen ein gutes Ergebnis erzielen, macht in der Automatik schon für den Otto-Normalverbraucher gute Videos oder Timelapsen oder Hyperlapsen. Damit könnt ihr schon arbeiten, das sieht schon ganz gut aus. Ne? Also auch das ist ein kleiner Vorteil von dieser Kamera. Dann haben wir die automatische Ausrichtung des Horizonts. Ich weiß gar nicht, warum es das erst seit neuestem gibt, aber wie gesagt, egal wie ich das Ding halte, egal wie das Ding fest ist oder so, das Ding, der Horizont ist immer gerade. Ich kann ja mal gerade filmen. Moment. So. So, da filme ich mich oder filme mal hier mein Setup hier. Und jetzt drehe ich das einfach mal so langsam. Und dann werdet ihr sehen, dass der Horizont eigentlich immer gerade ist. Ne? Auch jetzt, wenn ich hier so vlogge, einfach wenn ich mich so ein bisschen bewege, ne, dann ist der Horizont gerade. Ich kann es natürlich auch ausstellen, wenn ich mal ein bisschen dynamischere Sachen machen möchte. Ne? So, machen wir wieder aus das Teil. Stabilisierung ist outstanding, eine der besten auf dem Markt, und deshalb nichtsdestotrotz haben viele FPV-Piloten das Teil oben auf ihrer Drohne drauf, und das klappt schon ganz gut. Und ich muss sagen, ich brauche es jetzt nicht ganz so arg, aber wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, umso besser. Aber selbst wenn es dann hier beim Walken ist, wird nie ganz auch richtig ausgeglichen, aber es ist schon verhältnismäßig smooth. Ich finde sowieso, total stabile Videos haben irgendwie so einen unnatürlichen Charakter, so ein bisschen Bewegung darf ruhig drin sein. Dann Pro-Video. Der Frankie filmt in dem Teil hier nur im Pro-Video. Also ihr könnt ja rein theoretisch hier einstellen, was ihr für Video machen möchtet. Einmal könnt ihr einstellen den Ausschnitt 16x9, einen engeren Ausschnitt, einen Weitwinkelausschnitt und einen Superweitwinkelausschnitt, ne, sowas in der Art. Und hier, wenn ich im Pro-Video filme, dann bedeutet das natürlich, dass ich mehr Daten habe. Aber am Ende des Tages kann ich dann im Nachhinein im Video auswählen, welchen Ausschnitt ich haben möchte, und das auch noch, ob 16x9, 9x16. Ich kann rein theoretisch einen Vlog auf Instagram machen und auf YouTube und beides parallel raus exportieren. Und das ist natürlich auch ein kleiner Nachteil, da kommen wir aber gleich noch zu, weil wir sind, genau, extrem viele manuelle Einstellungen können gemacht werden. Das Ding schießt sogar RAW-Fotos, aber auch in der Timelax, wenn ihr dann das Handy am Start habt mit der App, dann könnt ihr wirklich so ziemlich alles verstellen, was so möglich ist. Also da geht alles, und auch dann halt, wenn man ND-Filter benutzt, dann die richtige Verschlusszeit und sowas einzustellen, damit das auch schön smooth ist mit der Bewegungsunschärfe. So, die direkten Exportmöglichkeiten in der App sind Vor- und Nachteil. Ich kann rein theoretisch mit dem Teil hier einen Vlog machen, ein YouTube-Studio, habe hier LumaFusion auf dem Handy drauf, exportiere das in die App, suche mal die Perspektiven aus, dann exportiere es in die Fotos-App und dann nach LumaFusion rein und schneide mein Video und habe sozusagen ein komplettes YouTube-Video nur mit dem Handy und der InstaGo 2 da geschnitten, und das ist schon eine ganz coole Sache. Aber das hat natürlich auch Nachteile, denn der Workflow wird natürlich dementsprechend zum normalen Video halt einfach ein bisschen umfangreicher. Ne? Und hier kommen wir jetzt mal zu den Cons, sozusagen den schlechten Dingen, in Anführungsstrichen, die aber teilweise gar nicht zu vermeiden sind bei so einem Konzept. Und zwar, bei der Kamera wurde halt ein Kompromiss gemacht, was Qualität und Nutzen angeht. Allerdings finde ich, ist der Kompromiss Stand jetzt richtig, weil es nützt mir alles nichts, wenn da jetzt 4K drin wäre und ich kann nur 2 Minuten aufnehmen, und es geht einfach nicht in diese Größe rein. Das wird wahrscheinlich einfach noch nicht machbar sein, das wird vielleicht irgendwann kommen. Ne? Wenn du der Typ bist, der immer die beste Qualität, 5,4K haben möchte, dann kannst du im Grunde genommen jetzt schon abschalten, weil dann ist die Go 2 nichts für dich. Bist du aber mit einer guten bis sehr guten Qualität zufrieden
und bist kreativ und möchtest vielleicht nur Vlogs auf YouTube machen oder vielleicht auch nur für zu Hause, für die Familie ein Video zusammenschneiden, auch fürs Handy oder auch zu verschicken für Freunde oder sowas, Instagram, dann bist du hier TikTok, dann bist du hier absolut richtig mit der Kamera und die reicht für einen Urlaub, für einen Ausflug. Du kannst sogar mit dem Ding vloggen, ihr habt das gesehen, ich habe hier Vlogs in New York gemacht mit dem Mikrofon hier oben. Klar, das ist, wenn groß viel Wind ist, ist das ein Problem. Man könnte rein theoretisch hier oben so ein kleines Fell drauf machen. Ich mache mir dann meistens noch so ein Workaround und mache so die Hand so als Muschel und komme dann so einigermaßen klar. Da muss man ein bisschen, das sind halt so, ja, das sind Kompromisse, die man eingehen muss. Auf jeden Fall ist die dafür super geeignet. Allerdings, wenn du immer die beste Qualität haben willst, dann musst du einfach im Grunde genommen wahrscheinlich zur GoPro, zum DJI Action oder Action 2 oder wie auch immer noch zu ganz anderen Kameras dann greifen, die dann aber wesentlich größer sind und nicht so kreativ zu bedienen sind. Ja, dann haben wir noch als Nachteil, habe ich mir aufgeschrieben, ja, der Akku der Kamera ohne Case. Und da muss man schon sagen hier, das ist, ja, 30 Minuten angegeben. Im Pro-Video-Modus würde ich eher so ein bisschen noch eher nach unten korrigieren, ne, und dann ist das Ding leer. Ne? Also das Ding irgendwo hingehangen und 30, mal abgesehen davon, dass im Pro-Video-Modus die Aufnahme aufgrund der Hitze, also auf 10 Minuten, man sollte die begrenzen. Jetzt würde ich mal sagen, würde ich behaupten, jetzt gerade hier bei 5 Grad wird das hier besser gehen. Also da wird es wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, aber 10 Minuten ist eigentlich so das, was Insta360Go so angibt, dass man da nicht länger wie 10 Minuten in Pro-Videos aufnehmen müsste. Ja, mit dem Case hat das Ding eine Laufzeit von 2,5 bis 2 Stunden, auch ein bisschen eher nach unten korrigiert. Man kann natürlich auch eine Powerbank anschließen ans Case und ich habe auch immer eine Powerbank dabei und bin mit Akku immer klargekommen. Auch eigentlich bin ich mit dem Speicher klargekommen, der mit 32 GB, also effektiven 28 GB nach dem Betriebssystem schon ein bisschen knapp bemessen sind, gerade wenn man in Pro-Videos unterwegs ist. Allerdings gibt es jetzt eine 64 GB Version und die würde ich auch dann auch empfehlen für die, sagen wir mal, Euros mehr. Lohnt es sich dann schon, doppelten Speicher zu haben. Definitiv. Datenübertragung, die Länge der Datenübertragung über das iPhone geht eigentlich über WLAN, dauert aber schon eine Zeit, wenn man da mal so den Speicher komplett leer machen möchte. USB-C ans Laptop anschließen, ganz normal rüberziehen, verhältnismäßig schnell, also ohne Probleme nutzbar. Wie gesagt, ich hatte eben schon mal gesagt, im Pro-Modus eine Laufzeit pro Video nicht mehr als 10 Minuten. Das kommt halt, wie gesagt, ein bisschen auf die Witterung drauf an. Allerdings reichen mir auch diese 10 Minuten. Man filmt einfach so ein bisschen bewusster, wenn man mit der Insta360Go 2 unterwegs ist. Man filmt halt nicht so lange. Ne? Also das ist jetzt nichts für ein Talking-Video für eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde. Ich bin jetzt übrigens gerade mit der EOS M50 hier und dem Sigma 1.4 am Aufnehmen. Nur damit ihr es wisst, das auch nur in 1080p. Das reicht auch für YouTube noch aus. Da haben wir jetzt auch die verbauten festen Akkus im Kamera und im Case drin. Und naja, das ist ein Tod, den man sterben muss am Ende des Tages. Lowlight Performance ist Action-Cam-mäßig, verhältnismäßig bescheiden. Und wie gesagt, das Mikro ist bei Wind nicht zu gebrauchen oder wenig zu gebrauchen, aber ohne Wind erstaunlich gut, muss ich sagen. Tipps zu dieser Kamera, da wird es ein gesondertes Video geben, warum ich zum Beispiel nur im Pro-Video-Modus filme. Ne? Ich exportiere dann halt immer den Pro-Video-Modus und kann dann halt die verschiedenen Perspektiven auswählen. Und das ist halt, den Tipp kann ich euch auf jeden Fall schon mal geben. Stellt alle Tastenkombinationen bei dem kleinen Schätzchen hier auf Pro-Video-Modus ein. Das könnt ihr über die App machen und dann macht ihr nichts falsch und ihr nehmt immer in dem Modus auf, wo ihr dann am Ende auch entscheiden könnt, ja, welchen Ausschnitt ihr wählen wollt. Ne? So, dann kommen wir mal zum kurzen Fazit und zu einem Disclaimer noch. Ja, New York zeigt sich wieder von der wechselhaften Seite und ich hätte einfach gern so ein bisschen mehr Helligkeit im Gesicht, aber es geht leider nicht. Der Disclaimer ist natürlich, dass Insta360Go mir diese Go 2 zur Verfügung gestellt hat, mir aber in keinster Weise vorgeschrieben hat, das habe ich auch schriftlich, was ich in einem Review zu sagen habe. Ne? Ich habe
klar, so gewisse Vorgaben bekommen, dass ich mal das ein oder andere Video mache, wie How to Do oder Behind the Scenes. Da wird es auch noch Videos geben, wie ich mal mit der Schnittsoftware arbeite. Und es wird ein Video geben mit Tipps und Tricks und kreativen Möglichkeiten, das Teil hier einzusetzen. Und wie auch immer, ich bin extrem zufrieden mit dem Teil. Das wird mir auf jeden Fall, ja, das bleibt auf jeden Fall bei mir und leistet mir unheimlich tolle Dienste für kreative Möglichkeiten, Shots, B-Roll, auch zu meinen YouTube-Videos. Klar, wenn ich jetzt was total Hochwertiges machen möchte, dann nehme ich die Fuji X-T4, dann kann ich aber immer noch hier das Teil hier als B-Roll einfügen und das fällt gar nicht mal so sehr auf. Na, dann würde ich auch sagen, bevor ich hier total erfriere auf dem Dach, allerdings mit der schönen Skyline im Hintergrund, war es das für mein vielleicht etwas anderes Review der Insta 360 Go 2. Ich hoffe, es konnte euch vielleicht helfen. Jetzt ist ja bald Black Friday und ich würde da wirklich mal gucken bei Insta 360, ob es da die Go 2 nicht unter 300 Euro gibt, vielleicht sogar die 64 GB Version, wobei natürlich die Chip-Krise ihr Übriges tut, dass die Sachen nicht wirklich, naja, sagen wir mal, richtig günstig werden oder verfügbar werden. Naja, wie auch immer, ich kann das Ding empfehlen und ich glaube, jeder, der sich das kauft, weiß auch ungefähr, wo er sich drauf einlässt, ne? Auf diese wirklich kreative Geschichte. Ne? Hier, das finde ich auch immer genial. Ich meine, das ist jetzt nichts hier für das bei Wind hier oben auf die Ceiling hier zu stellen, aber am Ende des Tages könnte ich jetzt übrigens noch mal gerade eine kleine Timelapse da machen und dann am Ende euch noch mal teilhaben lassen von den vorbeiziehenden Wolken hier über der Skyline von Manhattan. Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Video und schaut mal beim Black Friday vorbei und das Video ist natürlich als Werbung gekennzeichnet. Logo muss es ja, weil Produkt Placement. Guckt mal bei denen vorbei auf Amazon oder auch bei Insta360Go auf der Webseite. Ist alles unten verlinkt. Macht's gut, haut rein und tschüssi!